Hallo ihr Lieben, es geht weiter. Ich bin wieder im Garten. Das Gartenjahr hat ja für viele schon lange begonnen, für mich vor kurzem erst. Und ihr könnt mich weiter begleiten, wie ich das alles so anstelle. Ich bin nicht der Mensch mit den Fachkenntnissen wie die Fachvideos von anderen. Ich beschränke das rein auf mein Universum und natürlich viel mit reingezogen von den Menschen um mich herum oder von den Dingen, die ich generell gut finde. Ich mache es mir gerne einfach, das vorweg. Ich werde auch heute nicht viel Tamtam machen bei der Geschichte, hier auch Erde reinzubekommen und hier eine Aussaat reinzubekommen. Letztes Mal habe ich gesagt, für die Anzucht ja, im Gewächshaus und so weiter besteht noch gar kein Handlungsbedarf. Aber es ist so, dass ich ein bisschen was übersehen habe. Und zwar für die Anzucht im Februar habe ich hier nämlich auch ein Päckchen. Freiland war letztes Mal dran, da haben wir auch noch ein paar Sachen, die ich noch nicht rausgebracht habe. Mal gucken, wie weit ich heute komme. Vielleicht passiert da was. Kann ich aber vorweg schieben. Draußen Aufnahmen sind gerade nicht so möglich. Ich habe hier das Mikrofon dran und die Winde, Popschutz, das reicht nicht. Das wird die Aufnahmen versauen. Deswegen mal gucken, was wir draußen machen. Vielleicht achte ich da auf besseres Timing. Hier wartet auf jeden Fall noch Kresse, die immer noch die mauretanische Malve. Und dann habe ich hier noch Sommergerste. Ja, aber dazu wann anders dann mehr. Das lege ich erstmal zur Seite. So, und jetzt habe ich hier Februaranzug. Was habe ich denn hier Schönes? Also erstmal habe ich natürlich hier hinter mir gerade hingepackt die ganzen Anzucht, ja, Schalen. Auch wie heißt das? Anzuchtplatten, jetzt habe ich es. Und die gibt es in verschiedenen Lochgrößen, wie ich letztes Mal schon gesagt habe. Finde ich, ist auf jeden Fall die umweltfreundlichste Methode für mich, auch wenn es Plastik ist. Ich habe ein paar Worte letztes Mal schon drüber verfallen mit den mit diesen kleinen Anpflanztöpfchen aus Pappe, Torf oder mit Klorollen. Das mache ich nicht wieder, war eine schöne Erfahrung letztes Jahr. Möchte ich aber jetzt nicht näher drauf eingehen. Letztes Mal was zu erzählen, wer das verpasst hat. Schaut mal oben rechts. Heute benutze ich diese Größe und werde ja Folgendes aussehen. Und zwar habe ich hier noch 5 tolle Sachen. Na, hört ihr das, wie laut das ist? Rambazamba. Wir machen trotzdem mal weiter. Also ich habe 3 verschiedene Salate. Das ist der Kopfsalat, wenn ich das gleich aussehe, zeige ich euch noch mal ein bisschen näher, was das genau ist. Also einmal Kopfsalat, Lucinde. Dann haben wir Maravilla de Verano, Batavia Salat. Ich glaube, ich nehme die kurzen Wörter und Beschreibungen lieber in Zukunft. Dann haben wir Maikönig, Kopfsalat, gibt es kein Bild zu. Macht nichts, lassen wir uns überraschen. Auch hier geht eine Aussaat ab Februar. Also Salate, da könnt ihr auf jeden Fall bei, ich habe es ja auch schon erzählt, mit Spinat, auch gezeigt letztendlich, Knoblauch stecken und ja, es gibt ja auch ein paar Wintersalate, aber die kamen schon viel früher rein, die laufen. Vielleicht pikiere ich da heute auch noch ein bisschen was. Ich habe ja ganz vorne bei meinen Tortenbeeten, ja, so einen Bereich, wo ich reingeschmissen habe, habe ich auch schon viel rausgezogen für meine Beete. Aber es ist so viel über, ehrlich gesagt, zum Vertilgen viel zu viel. Und da dachte ich mir, vereint sich das und nutze das ganze Geschichtchen für das Stadtgartenprojekt. In weiser Voraussicht quasi, ohne irgendwas wegschmeißen zu müssen. Auch wenn es immer Biomasse ist für die Beete, ich finde das immer gut. Und ja, so oder so gibt es ja einen Kreislauf, der okay ist, aber wäre doch viel schöner, wenn ich das dann auch schon irgendwie für den Stadtgarten nutzen kann. So, 2 fehlen noch auf der Liste, das sind die 3 Salate. Und zwar letztes Jahr habe ich angebaut den lila Kohlrabi Azur Star. Der sieht dann so aus. Der wird auch nicht besonders groß. Ich glaube, so ein Exemplar war das größte und das war auch schon Oschi. Die meisten waren aber klein. Und dann haben wir nochmal Blumenkohl Neckarperle. Das habe ich letztes Jahr verrissen. Ich hatte dann nachher im Beet ein. Und da habe ich dann auch noch die Ernte verpasst und das Ding ist geschossen. Und dann habe ich auch noch später verpasst, dann Saatgut zu ziehen. Wenn es da überhaupt Saatgut gab. Ich glaube, ich habe ein bisschen geguckt, das im Video auch mal angesprochen. Oh, Naturgewalt, ne? Der Wind lässt sich halt nicht zähmen. Deswegen müssen wir damit leben, wie das ist. Ich finde es schön, wenn der Wind um die Ohren fällt. Vor allen Dingen, wenn man gesund ist. Oder naja, ganz gesund bin ich noch nicht. Habe noch mit Husten zu tun. Aber wenn man den Wund mal wieder ein bisschen ab kann und sich reinlegen kann, immer eine schöne Sache. So, Saatgutpalaber, ich mache einfach weiter. Ich möchte ja nur zeigen, wie ich das jetzt mache. Und wie gesagt, ich mache es mir einfach. Wo habe ich denn das Tütchen hin? Das ist mir jetzt weggeflogen. Wo ist es denn? Ach da. Gar nicht mitgekriegt. Ihr habt die mitgekriegt, ne? Also, die Sachen, die packe ich mir jetzt weg. Und ja, als erstes flitze ich bei mir im Garten, suche irgendwo aus irgendwelchen Beeten
Erde und schmeiß sie da rein. Ich mache mir das dieses Jahr nicht so schwer alles. Ja, mach die Dinger voll und ich würde sagen, danach dann im Gewächshaus weiter. Herbert, ich hoffe, ich darf das dieses Jahr auch, aber ich glaube, ich hatte dich so verstanden. Ich bin jetzt erstmal frech. Ich weiß, dass es kein Problem ist. Herbert und ich können ja gut. Also, falls du es siehst. Wir sehen uns dann im Garten oder du meine Pflänzchen, wenn du es nicht siehst. Was macht der Lars denn da wieder bei mir? Nee, ist alles cool. Also, es ist eine ganz tolle Gemeinschaft hier, muss ich sagen. Ich bin richtig gut aufgehoben in meiner Schrebergartenkolonie. Ich habe großes Glück. Vielleicht hat mir sogar jemand meinen Foodsharing-Stand wieder in den Garten gelegt, weil der Zaun sah nach vorne ein bisschen verbogen aus. Das könnte gut sein. Das Dach ist auch halb abgefallen, macht aber alles nichts. Also ich keine Träne, ist alles okay. Und ich kam ja letztendlich noch nicht dazu, das Ding so stabil zu machen. Ja, so, jetzt habe ich doch mehr palabert, als ich wollte. Aber Aussaat und so, ne? Also, einfach los. So. Au. Wie hast du denn da reingefunden? Okay. Hier ist aber ansonsten eigentlich ganz coole Erde. Ich nehme ein bisschen die Wurzeln raus. Da komme ich wohl nicht drum rum, dass ich ein paar Wurzeln zwischen haben werde. Aber ich mache das ja auch gerne so. Wenn es nachher nicht so gut läuft, habe ich wieder neue Erfahrungen gesammelt. Und das ist ja alles cool. Unkraut, Beikraut. Lässt sich ja nun mal nicht vermeiden. Da muss ich dann so durch, ne? So, immer mehr. Na, jetzt merke ich. Ich brauche noch die anderen Wand. Ha, Wurm, sehr schön. Gleich so oben, weit oben, trotz kühlen Temperaturen dann noch den Regenwurm findet oder den Wurm, den Kompasswurm. Gibt ja verschiedene Würmer. Käme mir nicht so aus. Aber Würmer zu sehen ist ja immer gut. Weiter geht's. So, warum habe ich das gemacht? Damit die Erde noch mal ein bisschen absackt und noch mal was nachkriegt. So, Steinchen raus. Ganz einfache Geschichte. Da muss ich euch jetzt auch nicht nah ranholen. Ist eher ein Erlebnis als jetzt irgendwie Detailarbeit. So, ein bisschen mehr noch. Ich wäre erstmal nur zwei Platten und das ist ja schon eine Menge. Easy going. So, Erde ist drin. Nächstes Teil. Das packe ich mal lieber rein. So, ja, da kann noch ein bisschen was rauf. So ist das doch super. Ja, ich glaube, da soll ich noch mal ein bisschen drücken, ne? Also zu komprimiert würde ich das nicht machen, aber so ein bisschen andrücken, wenn man merkt, das ist zu weich, kann man dann schon tun. Ja, ich habe letztes Jahr beide Sachen so ausprobiert. Wenn es zu weich ist und die Erde reinfällt, ist das natürlich auch nicht im Sinne des Empfinders. Ja, passt ja auch irgendwie im Sinne des Empfinders. Aber mir geht es ja jetzt um. Ach ja. So. So, und jetzt haben wir das nächste. Zack. Macht ja alles nichts. Einfach rein da. Darunter wird scharf, merke ich. Das sind noch die Sonnenblumen und so weiter. Da könnt ihr das sehen. Deswegen muss ich mal gucken, wo ich abschöpfe. Aber Erde ist genug da, auch noch am Bunker. Jetzt möchte ich es mir heute erstmal einfach machen. Na, da war ein Stein irgendwo. Da. Also Steine vor allen Dingen in dieser Größe solltet ihr vermeiden. Regenwurm wollen wir nicht mit haben. So. Komm, seht ihr das? Da geht noch einiges nach. Das können wir jetzt auch schon da reinpacken. Soll nicht kaputt gehen. Wenn man die nachher mit Erde zu sehr durchbiegt und so, das ist mir auch schon passiert, dann knacksen die an. Ja, aber ich fange erst an, mit den Dingern so richtig zu arbeiten. Jetzt ja schon benutzt, aber. Schon Unkraut weg. So. Ah, das macht Spaß, in der Erde zu wühlen. Das soll reichen. Stell ich mal lieber hier drauf. Herbert hat gern seine Ordnung. Und das will ich auch respektieren. So. So, ich würde sagen, die Dinger, weil er hat sich irgendwie die Beete hier vorbereitet und ich habe eigentlich mit gerechnet, dass wir hier
die Dinger wieder drauf haben wie letztes Mal. Aber ich werde jetzt mal die Steine benutzen und werde ich nachher dem Herbert eine Nachricht schicken und einfach mal weiterschauen. Die kommen jetzt hier hin. Zap. Und noch einer. So. Den habe ich jetzt erstmal über, der kommt an die Seite. Die Dinge habe ich ja jetzt zum Beschriften, die packe ich mal an die Seite. Die werden generell ja noch interessant. Kugelschreiber. Das sind jetzt die Sachen, die besprochen. Ich werde euch das erstmal jetzt hier so verteilen. Ich weiß, was raus soll. Maikönig und hier haben wir noch den Kohlrabi. So, fange ich als erstes mal mit dem an, wovon ich am wenigsten habe. Und zwar ist das der Kohlrabi Azurstar. So viel ist da, glaube ich, nicht mehr da. Und da würde ich sagen, gucke ich doch einfach mal, was noch da ist. Und dann geht es um die Aussaat. Den knicke ich jetzt auch mal runter. Das war letztes Mal ganz gut so, dieses Wegknicken. Dann nervt das einfach nicht mehr. Man kann es trotzdem noch wieder zurückbiegen, sage ich mal. So, hier haben wir... Oh, das sind noch ein paar. Ich bin überrascht. Wow, okay, krass. Ja, dann wird das eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Ich fange von hier an, gehe nach darüber und ja, der kriegt jetzt überall einen kleinen. Ich habe jetzt nichts Rundes da, deswegen mache ich das jetzt so. Zack, 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 zack. Alles ganz unspektakulär, aber ich glaube, nächstes Mal mache ich das wieder mit was anderem. Das ist jetzt nicht ganz optimal. So. Ich rechne mal mit, dass ich die vier Reihen, wenn ich mal so die Reihen nehme, voll kriege. So, und dann machen wir jetzt mal einen nach dem anderen. Ich glaube, ich merke das gerade schon, diese Löcher brauche ich gar nicht machen. Na, man kann das ja auch wunderbar reindrücken ein bisschen. Ist doch gehüpft wie gesprungen, irgendwie. So, jetzt sind wir schon fast am Ende. Und jetzt fehlt mir fürs letzte Loch. Naja, egal. Ist jetzt, wie das ist. Machen wir die Löcher nochmal dicht. Zack, zack, zack. So. So, jetzt haben wir die ersten. Ja, schön. So, da ist noch ein bisschen Unkraut. Bis hier. Kohlrabi Azurstar. Up to here. So teile ich mir das auf. So, Kohlrabi ist raus. Die Geschichte ist fertig. Kommen wir zum nächsten. Hier haben wir den Blumenkohl. Neckarperle. Letztes Jahr einen von gehabt, wie gesagt. Hoffe dieses Jahr auf mehr. So, genauso auf wie das andere. Oh, da kommt ganz gut hin. Und diesmal mache ich es anders, wie gesagt. Machen wir mal. Zack. So. Ich habe jetzt noch ein bisschen was über und auf der Verpackung stand auch, dass ich das später aussehen kann. Und ein bisschen. Ach, oh, jetzt habe ich das fast falsch gemacht. Hier haben wir jetzt noch einen. Ups, einer ging runter. Kann der Herbert sich über einen Blumenkohl freuen. So, auch dicht. Zack. So, Blumenkohl-Neckarperle. So, da ist die Neckarperle. Oh, das kann ich doch aufschreiben. Passt. Blumenkohl-Neckarperle. Schön. Jetzt kommen wir zur zweiten Aussaat. Dafür schiebe ich das mal ein bisschen näher an euch ran. So. Könnt ihr ein bisschen besser sehen. Gut, hier haben wir Salat, Salat, Salat. Drei Stück. Kriegen wir es irgendwie zu, durch 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfekt. 3, 3, 3 rein. Jeweils Salat. Ja, hauen wir mal raus, ne? Als erstes habe ich da den Kopfsalat Lucinde. Auf geht's. Salate sind Lichtkeimer. Oder der hier auf jeden Fall. Wahrscheinlich bei allen. Na, habe ich das hier noch nicht ganz getroffen. Ich muss tiefer. Okay, so wird das nix. So, Salat ist Lichtkeimer, haben wir gerade erfahren. Deswegen, hier so sieht's aus. Machen wir ein bisschen so. Auch in weiser Voraussicht für den Stadtgarten.
Das lässt sich ja alles noch pikieren. Frei Schnauze, vielleicht wird mir das zum Verhängnis, wird sich zeigen. So, alles wieder rein. Das war Lucinde. So, ab ins Tütchen. Nächster. Jetzt haben wir, ja, die Kurzversand. Der Batavia-Salat. So sah er aus. Ich glaube, das könnt ihr jetzt ein bisschen besser erkennen. Ja, das ist ein bisschen weniger, glaube ich. So. Oh, da fehlt noch eine. Zack, wusch. Auch wieder zurück. Und zu. Zack, zack. So, und damit ich nicht durcheinander komme, mache ich mal gleich die Beschriftung. Batavia. Der war jetzt hier. So. Der andere war, wie hieß er noch? Lucinde. Kopfsalat. Lucinde. Das ist die Lucinde. Okay. Jetzt kommt noch Kopfsalat Maikönig. Gar nicht lang rumgefackelt. So, die nächsten. Zip, 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 zip. So. Oh, viel zu viel. Ich weiß, da kriege ich in die Kommentare. Aber ich glaube, das ist alles ganz cool, so wie es ist. Wie gesagt, eine weise Voraussicht. So, der Maikönig. Und es hieß ein bisschen mit Erde bedecken. Also, ich lasse es, ehrlich gesagt, ein bisschen. Ich kann ja mal hier vom genau so. Danke, Herbert. Ich klaue mir gerade ein bisschen Erde von dir. So ein bisschen, wisst ihr, was ich meine? Ein bisschen mit Erde. Ups. So ein bisschen mit Erde bedecken, ganz sanft, ganz pudrig. So, ich denke, das ist doch alles cool. Danke, Herbert. Also wir sehen könnt, eine ganz einfache Geschichte. Jetzt heißt das nur noch gießen in regelmäßigen Abständen, immer mal nachgucken. Somit hat meine Aussaat nicht nur im Garten, sondern jetzt auch hier begonnen. Im Garten kann ich ja froh sein, es regnet genug. Aber Anzucht in Räumlichkeiten, in diesem Fall im Gewächshaus, ist dann nochmal eine andere Geschichte. Deswegen, die Dinger sind jetzt soweit fertig, bin glücklich. Es kann weitergehen. Heute war da nichts Spektakuläres. Ich habe mich entschieden, im Garten selber so nicht mehr weiterzumachen, auch die anderen Pflanzen nicht zu pikieren. Das soll für heute reichen. Ich werde nächstes Mal weitermachen. Für die Sachen, da ist noch Zeit. Ansonsten wäre nur noch der Knoblauch gewesen, den ich stecken möchte. Und ja, im nächsten Monat geht das ja auch mit Zwiebelaussaat. Ich werde Zwiebeln diesmal nicht stecken, sondern wirklich vom Samenkorn her hochziehen. Dafür ist übrigens heute die letzte Post gekommen. Vom Garten Gemüsekiosk habe ich ein bisschen Saatgut bekommen. Unter anderem schönen Gruß an die Jen. Ich habe mich gefreut, dass das jetzt heute auch alles parallel angekommen ist. Ich hatte noch zwei Sendungen und jetzt habe ich alles komplett an Saatgut, was ich haben wollte. Es existiert noch ein Gutschein für regionales Saatgut noch. Da werde ich noch ein bisschen fischen gehen. Aber jetzt für den Moment fühle ich mich richtig gut aufgestellt und der Rest ist dann einfach nur Bonus. Ich wünsche euch da draußen ganz viel Spaß bei eurer Anzucht, dass es euch mindestens so viel Freude macht wie mir. Vielleicht seid ihr auch schon mittendrin und guckt einfach so, was der Lars so treibt. Darum geht es mir letztendlich. Ich bin kein Fachkundiger, das sollen bitte andere machen. Ich kann nur weitergeben, was ich lerne und euch zeigen, wie ich das mache. Ich habe nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, absolut nicht. Wir können alle voneinander lernen. So halte ich das generell im Leben und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder das nächste Mal mit dabei seid. In den ganzen Aussaaten wird es auf jeden Fall weitergehen. Und wie gerade schon gesagt, das im Garten, das ja, wird ja auch noch passieren. Ne? Eins am anderen, vielleicht führt es auch aufs Zeigen hinaus. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zusehen und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Tschüss, euer Lars. Ich bin raus, das soll's sein. Schönes Wochenende. Ja, auf geht's, ne? Ach, wie schön. Wieder was fertig. Und krank sein ist ja auch immer so, ne? Zweieinhalb Wochen krank und dann ist man ja noch nicht so fit, irgendwie was machen zu können. Ich hätte viel mehr machen wollen, aber naja, die Zwangspause war auch schön, ne? Schön, dass immer einige noch dranbleiben, den Schluss gucken. Ich werde jetzt meine 7 Sachen packen und dann geht's nach Hause. Danke, Herbert. Bei dir werde ich mich jetzt erstmal melden, dass ich wieder was untergebracht habe. Tschüss, tschüss.